zweites Testspiel an diesem Vorbereitungswochenende, nachdem es am Freitag gegen den Bundesligisten TSG Hoffenheim ging, ist unsere Elf jetzt am Sonntag gegen den luxemburgischen Erstligisten Fola Esch angetreten. 4:0 hieß es am Ende, am Schluss lief es auch flüssig, die erste Halbzeit war noch etwas zäh. Die Stimmen zum Spiel hat Till Hust eingefangen und hatte Trainer Horst Steffen und Eros Dadzai vor der Kamera. Viel Spaß. Eros, ich darf dir gratulieren zum 4:0-Sieg im Testspiel gegen Fola Esch, luxemburgische Mannschaft, am heutigen Sonntagnachmittag. Am Ende, in meinen Augen, wohlverdienter Sieg. Wie hast du dieses ja doch intensive Testspiel erlebt? Ich denke, es war erstmal ein schwieriger Start ins Spiel. Fola hat gut dagegen gehalten. Wir hatten die ein oder andere Möglichkeit, die aber auch. Wir haben ein bisschen was zugelassen in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit wurde es dann defensiv, glaube ich, ein bisschen kompakter. Konnten dann zum Glück das 1:0 machen. Und dann hinten raus glaube ich auch, dass wir das auch gut zu Ende gespielt haben und nochmal gut zu Torchancen gekommen sind. Die Tore sind alle in der zweiten Halbzeit gefallen, dann gab es diesen Doppelschlag, Wino und dein Treffer. Hat sich gut angefühlt, auch selbst einen Treffer beigesteuert zu haben? Ja, das war jetzt glaube ich mein erstes Tor in der Vorbereitung. Ist immer schön zu treffen und sich da ein bisschen Selbstvertrauen zu holen. Ich denke, alles in allem haben wir dann auch die Abschlüsse gut verwertet. Diese Woche gab es ein Spiel gegen Bundesligisten, da gab es eine knappe 3:4 Niederlage, heute das 4:0. Insgesamt dein Resümee dieser Woche? Das Resümee dieser Woche, es war auf jeden Fall eine intensive Woche. Das Spiel gegen Hoffenheim war, glaube ich, von allen Spielern wirklich ein gutes Spiel, dass wir uns da gut zusammengerauft haben und besonders gegen den Ball, was wir ein bisschen vermissen lassen haben in der Hinrunde, abgesehen von den letzten beiden Spielen, dass wir da wirklich gegen den Ball wirklich alles geben und versuchen, unser Tor zu verteidigen, glaube ich, haben wir gut gemacht, trotz der 4 Gegentore und heute dann nochmal mit einem krönenden Abschluss die Woche beendet. Die Vorbereitung schreitet weiter voran. Wie weit ist die Mannschaft in deinen Augen? Ja, ist schwer zu sagen, glaube ich, vor dem ersten Pflichtspiel in Hoffenheim bei uns zu Hause gegen Hoffenheim in 2 Wochen. Ich denke, wir sind aber auf einem guten Weg, dass wir die Basics wieder uns erarbeiten und das dann auch auf dem Platz zeigen. Vielen Dank dir. Gerne. Ja, Horst, die Vorbereitung schreitet weiter voran. Zur Abwechslung gab es heute mal wieder einen luxemburgischen Gegner. Am Ende 4:0 gewonnen gegen Fola Esch. Rundum zufrieden heute? Nö, war ich nicht. Wir hatten eine ganze Weile eher ein zähes Spiel gesehen, ein offenes Spiel mit gleichen Vorteilen sogar für Esch. Da haben wir einfach zu ungenau im Spielaufbau agiert, aber auch Zweikämpfe nicht so geführt, sagen wir, eine Staffelung nicht so gehabt, wie wir es eigentlich haben müssen, um Gegner wegzuhalten von unserem Tor. Da war es wenig flüssig und deshalb war es eine lange Zeit nicht besonders. Ja, und dann zweite Halbzeit wurde es was besser und zum Schluss war es dann gut. Jetzt im Vergleich zum ersten Testspiel gegen eine luxemburgische Mannschaft in der Vorbereitung, hat sich da schon einiges getan? Ja, das erste Testspiel war schon auch ziemlich gut, muss man sagen, für eine Woche Training. Dementsprechend war das ein Schritt weiter. Wir sind ein bisschen reifer gewesen und läuferisch ein bisschen besser, aber wir haben heute einfach zu viele Fehler gemacht auf einem Platz, der schon ein bisschen schwieriger zu bespielen war als auf Kunstrasen oder in Hoffenheim. Das Kombinieren deutlich weniger gut möglich, aber ja, zum Schluss haben wir es doch gezeigt, dass es auf einmal möglich war, dass wir Chancen hatten und der Gegner wurde müde und wir haben natürlich noch mal ein bisschen Gas gegeben und Wechsel gemacht und dann haben wir schon gesehen, dass wir den Gegner noch besser bespielen können, als wir es zu Beginn getan haben. Eros hat die gute Mannschaftsleistung unter der Woche im Testspiel gegen den Bundesligisten aus Hoffenheim gelobt. Insgesamt jetzt diese Woche mit dem Abschluss heute eine gute Woche in der Vorbereitung? Ja, ich hoffe, dass schnell nichts passiert ist. Es ist gut, dass wir sehen können, wir können 70 Minuten arbeiten. Zumindest das schon. Die letzten 20 kriegen wir dann auch noch hin. Gegen Hoffenheim war es eher so, dass du dann, wenn du nach 70 Minuten raus musstest, dann das Gefühl hattest, ey, du bist schon 90 Minuten gelaufen, weil es einfach so intensiv war. Dementsprechend glaube ich, dass alle das Gefühl haben, ey, wir können jetzt in die Meisterschaft gehen, wir können 90 Minuten arbeiten und spielen. Und das war wichtig. Und dementsprechend waren die beiden Spiele nochmal für alle wichtig, dass alle ihre Spielzeit bekamen. Und ja, ein Zusammenspiel eben auch so langsam wächst. Carlo seine Einsatzzeiten jetzt bekommen, Sinan da gut performt. Insofern haben wir wieder Optionen mehr im Vergleich zur Vorrunde oder zum letzten Jahr. Dementsprechend ist das eine ganz gute Woche gewesen, ja. Gar nicht mehr so lang bis zum Ligastart gegen Hoffenheim nächste Woche, die nächste Vorbereitungswoche, auch das letzte Testspiel dann auswärts bei Wormatia Worms. Die Inhalte ändern dies jetzt, weil die Vorbereitung auch weiter voranschreitet?
Zum Teil, ja, aber ein Teil bleibt eben auch noch bestehen, weil es Anlaufen und Gegenpressing und so weiter, das sind Themen, die wir jetzt zumindest ein, zwei Mal abgerufen haben, aber sie müssen halt konstant abgerufen werden. Es muss wieder so eine Gier im Ballerobern bei uns da sein, die zum Teil eben nicht so da war in einigen Spielen der Vergangenheit. Deshalb wird das ein Thema bleiben, aber es wird kürzere Spiele geben mit mehr 4 gegen 4, 5 gegen 5 Durchsetzungsvermögen, Ballbehauptung wird dazukommen, was wir bisher weniger hatten, vielleicht auch 1 gegen 1 Situationen mehr. Sind wir jetzt reif genug für, dass wir das spielen können und trainieren können, und ja, dann hoffe ich, dass wir den letzten Schliff eben auch bis Hoffenheim dann auch hinkriegen. Letzte Frage, es heißt ja Wintervorbereitung. War es trotzdem schön, mal wieder bei Sonnenschein ein Testspiel bestreiten zu dürfen? Ach, es war trotzdem kalt. Ich fand es ganz gut, dass die Sonne rauskam. Also ich habe schon danach gelächzt. Die letzten trüben Tage haben schon genervt. Deshalb war die Sonne ganz gut. Aber es ist meist so, dass wenn das Spiel läuft, dann bin ich auch sehr konzentriert und spüre nicht, ob es gerade dunkel ist oder ja, die Sonne scheint. Klar, würde ich Regen oder Schnee, würde ich wahrnehmen. Aber alles andere ist dann eher Nebensache, weil ich mich konzentrieren muss auf das Spiel. Danke, Horst. Gerne.